Moin, herzlich willkommen hier zu unserem Podcast aus dem Rathaus Wilhelmshaven, wobei das stimmt nicht so ganz. Wir nehmen auf aus dem Krähenbusch, hier unserer schönen Freizeitstätte, die ein eigenes Tonstudio hat und in dem befinden wir uns gerade. Ich nenne mich als erstes, ich der Esel immer zuerst, Julia Muth, Pressesprecherin der Stadt Wilhelmshaven, und ich habe zwei Gäste heute dabei, die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Unser erster Gast ist Herr Oberbürgermeister Carsten Feist. Ja, moin. Und als zweiten Gast haben wir Stefanie Wolf, Jugendhilfeplanerin, seit 4 Jahren bei uns bei der Stadt Wilhelmshaven. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Kindergartenplätze reden. Ein Thema, um das sich vor allem Eltern von Kindern, die ab dem nächsten Jahr einen Kindergarten besuchen möchten, jetzt schon kümmern sollten. Warum, Stefanie Wolf? Man sollte sich jetzt kümmern, denn ab dem 1. Oktober ist das Online-Portal offen und man kann sich anmelden bis zum 31. Januar. In diesem Zeitfenster kann man sich bis zu 3 Wunscheinrichtungen aussuchen, die für einen interessant sind, und diese im Online-Portal unter wilhelmshaven.kitaav.de aussuchen und auch anklicken. Hierfür sollte man bei den Wunscheinrichtungen das Herz markieren. Und dann, nachdem man sich angemeldet und registriert hat und die Daten der Kinder und von sich selbst angegeben hat, und sich dann aussuchen, welche Einrichtungen in Frage kommen, und dann den Schritt-für-Schritt-Anleitung im Portal folgen. Das ist jetzt kurz und knapp ein ganz langes Thema erklärt. Wie viele Kindertagesstätten haben wir denn eigentlich in der Stadt? Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir 36 Einrichtungen in der Stadt, zum 1.8. 25, kommen aber noch mindestens eine dazu. Bei 2 müssen wir gucken, ob die Baumaßnahmen so laufen, wie wir sie geplant haben. Dann würden noch 2 weitere dazukommen. Okay, das heißt, die Eltern haben eine ziemlich breite Auswahl. Sie hatten das eben gerade auch schon gesagt, man kann sich seine Wunscheinrichtungen aussuchen. Wenn man jetzt mal zurückguckt, Herr Oberbürgermeister Feist, Sie haben selbst 2 Kinder. Damals, als Sie Ihre Kinder im Kindergarten angemeldet haben, wie haben Sie das da noch gemacht? Das ging tatsächlich noch analog. Also meine beiden Jungs sind 1995 und 99 geboren. Da gab es noch keine Online-Angebote für die Anmeldung. Da sind wir als Eltern tatsächlich klassisch zu der Kita unserer Wahl hingegangen, haben mit einem Kugelschreiber ein Formular ausgefüllt und dann nach einer gewissen Zeit die Zusage bekommen, dass der Kindergartenplatz für unsere Kinder zur Verfügung steht. Also das heißt, da hat man eigentlich tatsächlich sehr viel Zeit auch reingesteckt, sich um das Thema Kindergartenplatz zu kümmern. Man ist von Einrichtung zu Einrichtung gelaufen, hat sich die einzelnen Kindergärten vor Ort angeguckt, geguckt, was haben die für Spielplätze, wie sind die Gruppen aufgestellt, welche Konzepte stecken vielleicht auch dahinter, ist ins Gespräch gegangen. Das war zum einen für die Eltern ein gewisser Aufwand, aber vor allem für die Einrichtung auch ein gewisser Aufwand, oder? Ich glaube tatsächlich, dass es für die Einrichtungen ein Aufwand war, aber die Zeiten, wenn ich jetzt nochmal auf die Frage eingehend zurückgucke in die Jahre, als meine Kinder eingeschult sind, die Zeiten waren andere. Es gab damals eine auskömmliche Zahl an Kindergartenplätzen und die Kindergärten haben Werbung gemacht, um ihre Plätze zu belegen. Das ist heute ja ein bisschen anders, darauf werden wir sicherlich noch kommen. Und das Thema, sich mit den Konzepten und mit den Angeboten in dieser großen Vielfalt von Kindergärten in Wilhelmshaven auseinanderzusetzen, das würde ich heute den Eltern auch noch empfehlen. Denn natürlich kann man das alles online tun. Natürlich kann man Informationen über die einzelnen Kindergärten auch auf den Online-Angeboten einholen. Aber im Grunde geht es ja auch immer ein bisschen darum zu gucken, wie ist die Atmosphäre. Es geht darum, die Menschen auch kennenzulernen, die in einer solchen Einrichtung leben. Denn Kinder sind ja sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und damit auch in ihren Bedürfnissen. Und das führt dann vielleicht dazu, wenn man in einer Familie mehr als ein Kind hat, dass man auch unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Kinder auswählt. Denn das muss passgenau sein. Und das alles kann online, kann mit digitalen Angeboten erleichtert werden, aber am Ende ist es auch immer die Entscheidung, dass die Eltern, und ich glaube, es ist heute auch noch so, wenn nicht, dann wird mir Frau Wolf gleich widersprechen, dass am Ende auch das Bauchgefühl stimmen muss und die Eltern das Gefühl haben müssen, ja, hier in dieser Einrichtung, mit allem, was diese Einrichtung anbietet, an Bildungsangeboten und an sonstigen Dingen, hier ist mein Kind gut aufgehoben. Das geht nicht digital, das geht nur tatsächlich in der unmittelbaren Begegnung.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich empfehle Eltern auch, sich die Einrichtung anzugucken. Wir haben so viele verschiedene Konzepte. Wir haben viele verschiedene Einrichtungen, die sehr bunt und sehr lebendig sind. Und ich als Eltern möchte gerne wissen, wo ich mein Kind hingebe den ganzen Vormittag oder vielleicht auch den ganzen Tag. Wir haben ja auch Ganztagsgruppen, die bis nach 16 Uhr betreut werden. Und daher empfehle ich Eltern ganz dringend, sich die Einrichtung anzugucken, die in ihrer näheren Umgebung sind oder vielleicht auch in der Nähe des Arbeitsplatzes, um bei der Wahl der Einrichtung eine gute Entscheidung treffen zu können. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mir online dann 3 Wunscheinrichtungen auszusuchen. Aber Herr Feist hat es ja gerade auch schon angedeutet, die Situation, die wir damals in den 90er Jahren hatten, dass es viele Kindergartenplätze gab und ist geradezu auch, ja, man hatte eine große Auswahl und konnte sagen, da möchte ich gerne hin oder da möchte ich gerne hin. Das Wort Wunscheinrichtung gibt es jetzt eigentlich oder impliziert so ein bisschen, ich habe eine Wahl, ich kann mir aussuchen, wo ich mein Kind hingeben möchte, aber de facto haben wir einen Mangel an Kindergartenplätzen in Wilhelmshaven. Also wie läuft das dann im Ablauf, wenn ich diese 3 Einrichtungen ausgewählt habe? Wenn ich die 3 Einrichtungen ausgewählt habe, schließt sich am 1.2. das Portal für die Eltern, sodass sie keine neue Anmeldung mehr erstellen können. Und das Portal öffnet für die Kita-Leitung, die dann ab dem 1.2. für 6 Wochen ihre Plätze zum Sommer vergeben. Sollte in den ersten 3 Wunscheinrichtungen keine Kita einen Platz anbieten können, hat man dann ab dem 15.3. die Möglichkeit, sich erneut im Portal anmelden zu können. Und man hat auch die Möglichkeit, sich bei uns zu melden und nach freien Plätzen zu fragen. Denn Kita-Leitungen melden sich auch bei uns, wenn sie noch freie Plätze zur Verfügung haben. Wie kann das passieren, dass im Nachgang noch Plätze frei werden? Also ich stelle mir das jetzt mal ganz einfach vor. In der Einrichtung A sind 20 Plätze aktuell frei. Es gibt aber vielleicht 25 Eltern, die ihre Kinder da gerne anmelden möchten. Das heißt, wir haben 5 Kinder mehr als Plätze zur Verfügung. Diese Kinder würden dann auf ihre Wunscheinrichtung B wahrscheinlich als nächstes gehen. Und vielleicht ist da auch genau dieselbe Situation. Aber wo tauchen dann auf einmal diese anderen noch freien Plätze auf? Es gibt Einrichtungen, die mehr freie Plätze haben als Anmeldungen zum Beispiel, sodass sie nicht vergeben werden können. Oder dass Eltern bei der Anmeldung nicht darauf achten, ob die Einrichtung eine Krippe oder ein reiner Kindergarten ist. Das heißt, wenn das Kind vom Alter her nicht passt, lehnen die Einrichtungsleitungen auch ab. Und manchmal ist es auch so, dass Verträge vergeben werden und unterschrieben werden und sich dann in der Situation der Eltern noch etwas ändert und dieser Vertrag dann wieder gekündigt werden muss. Aber definitiv ein ganz großer Vorteil jetzt ist ja, dass jedes Kind, das in den Kindergarten kommen soll, nur einmal im System erfasst wird. Früher in dem alten Modell, das Herr Feist eben vorher noch beschrieben hat, war es ja so, dass sich die Eltern vermeintlich auch schon mal in mehreren Einrichtungen zeitgleich versucht haben, einen Platz zu sichern und dort unter Umständen auf Wartelisten standen, sodass die Einrichtung selbst gar nicht wusste, dass das Kind, der Sohn von Herrn Feist, eigentlich schon woanders einen Platz bekommen hat, aber er stand halt eben immer noch dort auf der Liste drauf. Das ist jetzt online mit dem neuen Format eigentlich so geklärt, dass das nicht mehr ist, oder? Genau. Eltern können ihr Kind einmal anmelden und haben eine aktive Anmeldung und eine Zweitanmeldung oder eine Drittanmeldung ist nicht möglich. Das macht es also im Ergebnis für die Einrichtung dann auch einfacher. Genau, für die Einrichtung ist es leichter, weil sie nur die Anmeldung sehen von den Eltern, die sich auch für ihre Einrichtung interessieren. Werfen wir den Blick einmal nach vorne. Sie haben es vorhin schon gesagt, bei der Anzahl der Einrichtungen. In diesem Jahr werden noch weitere Einrichtungen neu eröffnen, um dem Kindergartenplatzmangel entgegenzuwirken. Herr Feist, die Stadt ist da seit Jahren dran an dem Thema. Wie gibt es einen Grund dafür, warum auf einmal zu wenig Plätze vorhanden waren? Ich glaube, dass die Planung für die Kindertagesstätten eine der schwierigsten Aufgaben ist, die wir als Kommune in der Planung haben, weil wir nie wissen, was passieren wird. Es ist viel einfacher, einen Bedarf zum Beispiel für Plätze in der stationären Pflege von lebensälteren Menschen zu machen, weil die leben alle schon. Und ich weiß, mit etwa 84 Jahren statistisch betrachtet werden die dann irgendwann einen Pflegeplatz brauchen. Das kann ich für die nächsten 10 Jahre im Voraus planen.
Aber ich kann natürlich nicht für 10 Jahre im Voraus planen, wie viele Kindergartenplätze ich brauchen werde, weil es von ganz vielen Faktoren abhängt, von der Frage, wie die Familienplanungen in den jeweiligen Familien sind, aber eben auch ganz entscheidend von der Frage der Zuwanderung. Und ich bin ja nicht nur Vater, sondern ich habe ja viele Jahre auch im Jugendamt gearbeitet, bevor ich Oberbürgermeister wurde und mich eben auch systematisch mit den Dingen beschäftigt, die heute Frau Wolf und andere machen und weiß von daher um die Schwierigkeiten, wenn dann wie 2015 in der ersten großen Migrationswelle oder eben auch aktuell sehr, sehr viele Familien häufig auch mit kleinen Kindern kommen und weitere Kinder hier geboren werden. Das wissen wir nicht 3 Jahre im Voraus. Aber um einen neuen Kindergarten zu planen und zu bauen, dauert es eben dann auch eine gewisse Zeit. Es müssen politische Beschlüsse herbeigeführt werden, es müssen Träger gefunden werden, es muss das Geld über den Haushalt zur Verfügung gestellt werden, dann muss gebaut oder ein vorhandenes Gebäude umgebaut werden. Und ich sage mal, im Idealfall sind wir in einem Zeitfenster von 2 bis 3 Jahren unterwegs, die es einfach dauert, bis von der Idee bis zur Eröffnung der Kindertagesstätte die Strecke absolviert ist. Und wenn man sich das nochmal anguckt, 2 bis 3 Jahre, das ist eine Kindergartengeneration, die wir in diesen 3 Jahren durchlaufen. Nur wir wissen eben heute nicht, auch wenn wir uns immer bemühen, mit Planungsinstrumenten und sozialwissenschaftlichen Instrumenten ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wie viele Kindergartenplätze brauchen wir denn 2028, 29, 30? Und vielleicht als letzter Satz, ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich noch im Jugendamt gearbeitet habe, da haben wir über eine Reduzierung der Plätze politisch diskutiert. Da hatten wir rechnerisch ein Überangebot und Fortbildungen mit Erzieherinnen, Erziehern und anderen Fachkräften aus Kindertagesstätten war die große Sorge da, behalten wir unseren Arbeitsplatz. Das ist 15 Jahre her und heute reden wir über ganz andere Dinge. Das zeigt, wie schwierig dieses Geschäft ganz einfach handwerklich ist. Deswegen nehmen wir es ja auch sehr, sehr ernst. Frau Wolf, die das mit Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt fachlich gut begleitet, aber eben auch die politische Ebene im Jugendhilfeausschuss und in der Folge im Rat, beschäftigt sich einmal jährlich mit der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung, um immer so aktuell wie irgend möglich an den Daten und damit an den Bedarfen der Familien dran zu sein. Welche Ansatzpunkte haben Sie denn für Ihre Fortschreibung, Frau Wolf? Gibt es da irgendwas? Also auf welche Daten greifen Sie zurück? Auf welches Wissen greifen Sie zurück, um sagen zu können, wie viele Kindergartenplätze brauchen wir im Jahr 2026, 27, 28? Wir haben eine Bevölkerungsstatistik durch unser Statistikamt, die uns die aktuellen Zahlen liefert, wie viele Kinder geboren wurden. Und es gibt ein Programm, mit dem man auch statistisch errechnen kann, wie viele Kinder mit größter Wahrscheinlichkeit in den darauffolgenden Jahren geboren werden. Das sind unsere Grundlagen, worauf wir berechnen, wie viele Plätze noch weiterhin benötigt werden. Des Weiteren nutzen wir natürlich die Zahlen im Online-Portal von allen Kindern, die keinen Platz gefunden haben und weiterhin auf der Suche sind, um den aktuellen Stand festzuhalten. Und auch daraufhin bauen wir neue Plätze. Ein Platz, Sie hatten es vorhin schon gesagt, es gibt unterschiedliche Plätze. Es gibt Krippenplätze, es gibt Kita-Plätze, es gibt Halbtagsplätze, es gibt Ganztagsplätze. Auch das ist ja sehr veränderlich und individuell wahrscheinlich. Also Familien, die beide berufstätig sind, die Eltern, brauchen vielleicht andere Betreuungszeiten als jemand, der sagt, er möchte gerne am Nachmittag mit dem Kind gemeinsam etwas machen. Ich brauche vielleicht nur einen Halbtagsplatz. Gibt es auch dafür Anhaltspunkte, wie Sie sowas berechnen können im Vorfeld? Oder ist das jedes Jahr wieder eine große Wundertüte, die durch das Online-Portal aufgemacht wird? Wir versuchen, die Bedarfe zu ermitteln, indem wir erheben, welche Zeiten die Eltern bei der Anmeldung angegeben haben, um zu gucken, bedarf es mehr Ganztagsplätze oder bedarf es mehr Halbtagsplätze. Hier ist es aber so, dass wir versuchen, eine ausgewogene Mischung zu erstellen, ohne dass alle Berücksichtigung finden können, weil es nur eine gewisse Anzahl an Ganztagsplätzen gibt, genauso wie an Halbtagsplätzen. Das eine ist die Bereitstellung der räumlichen Kapazitäten, also sprich der Einrichtungen, die von den Trägern betrieben werden, die Gruppen, die man irgendwo unterbringen muss und die Bewegungsräume dazu, die Küchen, die dafür benötigt werden, die Sanitäreinrichtungen.
Das andere ist aber sicherlich auch das Personal. Das ist ja das nächste Thema. Die Fachkräfte müssen da sein. Sie sagten vorhin, in den 90ern war es eine Phase lang mal so, dass die Fachkräfte auch Angst um ihren Arbeitsplatz hatten, Herr Feist. Wie ist die Situation momentan? Angespannt. Die Personalsituation, was pädagogische Fachkräfte angeht, ist wirklich angespannt. Das muss man deutlich sagen, weil überall zusätzliche Bedarfe entstehen. Ja, nicht nur im Bereich der Kindertagesstätten. Pädagogische Fachkräfte haben ja auch viele andere Einsatzbereiche im Bereich der Jugendhilfe, im Bereich der Schulen, im Bereich von Freizeitangeboten und so weiter. Das heißt, sie werden überall gesucht. Und der Beruf ist wie andere Felder im Moment auch eben gekennzeichnet von einem Nachfrageüberhang. Also auf Deutsch, wir brauchen mehr Personal, als im Markt zur Verfügung steht und als auch im Moment in der Ausbildung ist, egal ob es in der dualen Ausbildung oder in der akademischen Ausbildung ist. Wir haben ja in Wilhelmshaven vor vielen Jahren schon in besonderer Weise darauf reagiert, indem wir die Berufsakademie für soziale Berufe hier gegründet haben. Und dieses Erfolgsmodell sorgt dafür, dass die Situation hier vielleicht noch ein ganz kleines bisschen besser ist als in anderen Städten, weil wir eben hochqualifizierten eigenen Nachwuchs in der Stadt ausbilden und damit auch hier binden können. Aber auch mit Blick auf das, was in Zukunft passieren wird mit dem Thema Ganztagsangebote in Grundschulen zum Beispiel. Ab 2026 geht das ja in Niedersachsen los, entstehen weitere zusätzliche Bedarfe. Und dann wird es mit dem Personal wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp. Zumal rein demografisch betrachtet ja immer mehr Menschen insgesamt in Rente gehen, als aus den Schulen nachrücken in den Arbeitsmarkt. Und von dieser Entwicklung ist natürlich auch der pädagogische Sektor betroffen. Das heißt, wir werden deutlich Werbung machen müssen. Wir werden junge Menschen begeistern müssen für pädagogische Berufe und deutlich machen, wie viel Spaß diese Arbeit macht, wie viel Erfüllung sie bringt und wie viele Chancen sie beinhaltet, um sich nach seiner Schulzeit für eine für eine berufliche Orientierung im pädagogischen Bereich zu interessieren. Aber wir stehen da im Wettbewerb und ein Gebäude kann man bauen oder umbauen oder herrichten, aber am Ende brauchen wir Menschen. Und das wird schwer genug werden, diese Menschen zu finden, die mit einer hohen Qualität ihrer Ausbildung diese wichtige pädagogische Arbeit mit den Kindern machen. Frau Wolf, Sie arbeiten auch eng mit den Einrichtungen zusammen. Dann werben Sie doch mal neue Fachkräfte jetzt an für die Einrichtung hier vor Ort. Was ist das Fund, mit dem wir in Wilhelmshaven in den Kindertagesstätten wuchern können? Wir haben viele kreative Menschen, die gerne mit den Kindern zusammenarbeiten, die einen sehr interessanten und ausgewogenen Alltag gestalten, die die Möglichkeit der Reflexion und Evolution bekommen, wenn es irgendwo eng wird, wenn es irgendwo schwierig wird in den Einrichtungen, bekommen sie auch die Möglichkeit, uns als Verwaltung mit hinzuzuziehen und da Fragen zu stellen. Auch mit dem Jugendsozialdienst können sie sich austauschen. Es gibt einen bunten Alltag und es macht unfassbar viel Spaß, mit den Kindern zusammen diesen Alltag auch zu gestalten. Ich hatte selber die Möglichkeit, im letzten Jahr verschiedene Praktika in verschiedenen Einrichtungen zu machen. Ich war jeweils 4 Stunden in den Kitas unterwegs, was wirklich einen ganz großen Aufschluss darüber gegeben hat, wie unterschiedlich unsere Kitas arbeiten, wie unterschiedlich die Einrichtungen sind und wie viel Kinder einem zurückgehen können in der Arbeit, auch wenn sie einen letztendlich ja nur ganz kurz kennengelernt haben. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für dieses sehr vielschichtige Thema, das wirklich mit vielen Hürden und Herausforderungen behaftet ist, aber auch sehr viel Freude eben bringt und sehr viel Spaß im Alltag. Herr Feist, zum Abschluss noch einmal für diejenigen, die es jetzt vielleicht schon vergessen haben sollten. Wenn ich mein Kind fürs nächste Kindergartenjahr anmelden möchte, wie komme ich an einen Anmeldeplatz bzw. wo melde ich mich an? Der kurze Weg ist wilhelmshaven.de im Internet. Das ist die offizielle Homepage der Stadt Wilhelmshaven und die Verlinkung zum Kita-Online-Portal ist da direkt auf der Startseite hinterlegt. Also wilhelmshaven.de und von da ab geht's dann weiter. Herr Feist, Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch.